Hallo und willkommen, heute schauen wir uns Tavernen-Tycoon an. Ich habe jetzt das zweite Level fertig. Der Oberboss hier, wie auch immer heißt, Prinz irgendwas, hat gesagt, ich soll jetzt die neue Taverne öffnen, die dritte. Das wird dann mal ein bisschen schwerer. Am ersten hatten wir, glaube ich, zwei Häuser, jetzt hatten wir vier Häuser, aber kleinere. Und mal schauen, was uns jetzt erwartet. Als man baut seine Taverne auf und muss die Leute mit gutem Essen, guten Trinks und allem versorgen. Oh, diesmal in der Wüste. Ein großer Raum mit Abgängen. Wir brauchen 700 Reputation, das ist unser Ziel. 90.000 Tavern Wealth brauchen wir. Über 5.000 Gold. Na gut, bei unserer letzten haben wir am Ende 50.000 Gold. Okay, drei große Gebäude. Ist doch nicht schlecht. Das ist knifflig. Fangen wir doch mal an. Wüste hat man viel Durst, zwei Bars. Rezeption brauchen wir irgendwann auch, weil da können wir schon mal kaufen. Eine Eingangshalle mit vier Bänken. Feuerplatz, ich glaube, hier ist eigentlich. Nur um die Zeit vorzuspulen, Pflanzen, auch ein Piano. Nehmen wir auch eine Stage. Zwei Bücherregale, zwei Schachtel, Tische. Fangen wir mal an mit. Auf jeden Fall eine Küche, die legen wir wahrscheinlich ein bisschen größer aus. Beim letzten Mal war der Ansturm gigantisch. Also, eine Toilette brauchen wir auch noch. Fangen wir an mit der Küche. Nicht zu viel, brauchen wir 4x5. Das geht. Thank you.
sieht doch ganz schnick aus. So, dann holen wir auch noch ein paar Mates an. Keine große Auswahl. Greetings, Traveler. So, den Rest bauen wir später aus. Zum Saubermachen. No time to talk. There's a million things to do. Das kostet 12.000, das Häuschen, und das hier kostet. Und mein Gästehaus, das andere, also Trainingsbereich, Spa. Hi there. Good day. Ich frage mal ein großes und ein paar kleine. Die müssen nicht groß sein. 4x3 mindestens. Also ich finde, das ist ein echt cooles Spiel. Sieht nicht schlecht aus. Ein spielerisch und simulatormäßig wieder. Wirtschaftssimulator, ein bisschen einfach gehalten, aber auf jeden Fall lohnenswert. Thank you.
So. Can't talk right now. So, genug Kohle ausgegeben. Ja, da haben sie es. Wenn man was damit tun kann, hatte ich bisher noch nicht den Fall. Richtig. Researcher, das ist gut. 5x5. Füllen wir auch noch mit Zimmern auf. Dann haben wir auf jeden Fall die andere Seite noch für anderen Scheiß.
was das kostet. Geteilte Zimmer haben wir hier noch nicht. Ich weiß noch nicht, ob das geht. Klo verlangen wir auf jeden Fall auch noch. Ah, 5. 5 Gold. Greetings, traveler. So, research crew. Ja, darf man ein paar Tränke benutzen, wie immer. Haben wir mehr Rezepte als bei den anderen, da haben wir nur 3 am Start.
zaubern müssen. Serviert. Passing through, aren't you? Greetings, traveler. Greetings, traveler. Okay, Reputation gegen 0 heißt wahrscheinlich Ende. Das Bild ist mir auch neu, aber das ist ein guter Abschluss. Es macht auf jeden Fall Spaß, die ersten zwei Level waren nicht so fies. Jetzt müssen wir uns schon ein bisschen mehr auf die Gäste konzentrieren.